Moin, hier ist er, der Himmi. Ja, da wollte ich doch gestern so ein schönes Fahrvideo machen und euch ein bisschen was über den King Tire K97 erzählen. Und was kommt dabei raus? Hat meine GoPro mal wieder keinen Ton aufgenommen. Wenn euch interessiert, was ich so über den China-Reifen, über den King Tire K97 zu erzählen habe, bleibt dran. Gleich nach dem kurzen Intro, 10 Sekunden für die Werbepartner und Sponsoren, geht's los. Ja, der King Tire K97 Straßenreifen, der Satz für die R1250R, ja, knapp über 200 Euro, der Satz, ja, total krass, ja, und ich bin froh, dass ich den probieren durfte, dank BTR Tools GmbH, die haben mir den zur Verfügung gestellt, zum Ausprobieren für euch. Und ja, was habe ich zu sagen zu dem Reifen? Also zunächst mal grundsätzlich ist das ein Reifen mit einer Zwei-Komponenten-Mischung. Der hat im mittleren Bereich eine etwas härtere Mischung, was für die Langlebigkeit gut ist. Und an den Flanken eine weichere Mischung, die für ja, besonders guten Grip sorgen soll. Nee, sorgt. Was von mir aus dazu zu sagen ist, also ich habe die Ende der letzten Saison, also spät irgendwann, montiert und hatte die ganze Zeit keine wirklich gute Gelegenheit, die mal so richtig zu testen, weil es sind Sportreifen und die brauchen ein bisschen Temperatur. So, ich bin aber gefahren bei einstelligen Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad, ja, mal 10 Grad und meistens waren die Straßenverhältnisse feucht und Dreck, ja, Herbst, Laub und was auch immer. So konnte ich die ganze Zeit nicht wirklich mal ausprobieren. Mittlerweile ja, bin ich dann aber doch auch mal bei etwas wärmeren Temperaturen gefahren, etwas über 20 Grad und der Straßenbelag war auch so, dass man sagen kann, ich hatte das Gefühl, es gibt Grip. Und das merkt man, spürt man sofort. Und ja, das waren jetzt insgesamt, habe ich jetzt knapp 1000 Kilometer. Ich mache immer den Kilometerzähler, ne, wenn ich die Reifen wechsle, Trip 1, resette ich, damit ich weiß, wie viel der Reifen jetzt gelaufen hat. Und wir werden auch gleich mal noch messen, nach gut 1000 Kilometer jetzt, wie das Profil aussieht. So, das machen wir jetzt auch mal zuerst. Also hier nochmal, ne, hier spürt man auch, der ist jetzt da rauer als hier und man spürt tatsächlich auch den Komponentenbereich. Also bis hier etwa ist die härtere Mischung in der Mitte und dann nach außen weicher. Und so, wir messen mal die Profiltiefe jetzt nach ungefähr 1200 Kilometer. Ich drücke das mal erst raus hier und zwar messe ich das direkt neben der Verschleißmarke, die hier relativ dünn aussieht. Also ich nehme an, die ist 0,8. So, und was haben wir jetzt hier? Noch 3,5. Ja, also ich denke mal, der wird mir noch ein gutes Stück halten. Also bis Juni, bis wir nach Sardinien aufbrechen, wird der mir noch Dienste tun. So, das hinten. Vorne gleiche Komponentenmischung. Und hier spürt man ja sofort beim Drüberfüllen, da härter, da weicher, da ist auch rauer und hier sieht man es noch mal deutlicher. Und hier, Verschleißmarke, da, also ne, drücke ich erst raus hier und dann da. Und vorne haben wir jetzt hier 3,1, ja, an Profiltiefe. Auch da bin ich zuversichtlich, dass er mir noch ein bisschen was hält. Ich schätze mal, ja, so knackige 500 Kilometer bin ich jetzt mit dem Reifen gefahren. Und ich habe mal so gesagt, ja, hinten, linke Seite bin ich auf Kante, ja, wie man immer so schön sagt. Rechts habe ich noch Platz für einen Aufkleber. Ja, nicht ganz. Aber vorne hat er durch die Form
Ich glaube nicht, dass ich den da auf Kante krieg. Gemessen mit der Connected App waren es dann mal, ne, beidseitig 46 Grad. Und Rightlink hat eine Schräglage links von 52 und rechts von 49 mir aufgezeichnet. Und ja, das denke ich ist so realistisch, ne, um die 50 Grad, aber grundsätzlich Thema Reifen. Also ich behaupte jetzt mal ganz frech, die meisten von uns, mich eingeschlossen, sind überhaupt gar nicht in der Lage, auf der Straße so einen Reifen an die Grenzen zu bringen, es sei denn, es sind widrige Umstände wie zu kalt, feucht, nass oder der Reifen ist gerade fuschneu. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen vorsichtig machen, aber bei guten Verhältnissen glaube ich nicht, dass man das, ne, die Performance, die der Reifen bietet, dass wir das überhaupt ausnutzen können. Das ist jetzt mal, ne, ganz einfach eine These von mir dahingestellt. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Natürlich gibt es Reifenbilder, ne, bis an den Rand aufgeribbelt und ja, rau ist der jetzt auch am, ne, an der Kante und man spürt da tatsächlich auch die zwei Komponenten, wenn man drüber fühlt und ja, Flanken schön weich und Mitte bisschen härter, Langlebigkeit. Ja, dazu kommt noch, ich habe den auch, ja, 150 Kilometer ungefähr im strömenden Regen gefahren, ja, Rücktour von der Mosel. Und ja, weil es halt am Regnen war, sind wir da auch über die Autobahn gefahren. Da war jetzt eine Schräglage von, keine Ahnung, etwas über 30 Grad, aber ich bin eh so ein Angstschisser bei feucht oder nass. Ja, aber auch da hätte der Reifen mit Sicherheit mehr Grip gehabt, als ich mich getraut habe, den auszureizen. Aber ich möchte gern meine Kleine nicht, ne, mit aller Gewalt irgendwo wegwerfen. Und auch da, also auch im nassen Bereich, ja, wenn man meinen Schiss da mal abzieht, ist der sicherlich auch gut zu gebrauchen. Wie gesagt, was ich halt gespürt habe, der braucht ein bisschen Temperatur, also, ne, einstelligen Bereich, Lufttemperatur und auch Straßenbelag. Wenn der, ne, unter 10 Grad ist, hat er nicht wirklich gut Grip. Also da greift die Traktionskontrolle von der R doch immer wieder und ziemlich heftig ein. Ja, ich kenne es von den anderen Reifen aber genauso. Ja, und ich muss noch mal sagen, Ersatzreifen für knapp über 200 Euro. Ja, jetzt liegt es noch dran, wie lange der hält. Ja, jetzt haben wir ungefähr 1200 Kilometer habe ich den jetzt drauf. Und ich schätze, wie die andere, ich sag jetzt mal, ne, der Bridgestone S22, da hat der vordere mir 3000 gehalten, der hintere 5000. Dann war aber auch wirklich, ne, war ich überfällig, die zu wechseln. Und ich denke, der hier wird eine ähnliche Laufleistung haben. Und das nochmal für knapp über 200 Euro. Das ist doch total krass, oder? Den Link zum Reifen hier von BTR Tools GmbH findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Auch da, ne, sonstige Informationen könnt ihr euch immer unten aus der Videobeschreibung rausziehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, mein kurzes 1000 Kilometer Review mit dem Kingtire K97, lasst mir doch einen Daumen da. Über jeden neuen Abonnenten freue ich mich tierisch. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye. Euer Himi.